Ja, wir betrachten nun noch ein zweites Beispiel zu einem reduzierten Baum. Da heißt es, man bestimme die Wahrscheinlichkeit, mit der beim dreifachen Wurf mit einem Spielwürfel mindestens eine 6 gewürfelt wird. Das bedeutet, mindestens eine, können aber auch 2 oder 3 sein. Es wird dreimal gewürfelt. Wir haben hier das Baumdiagramm, das reduzierte Baumdiagramm. Wir haben also erstens eine 6, dann wäre die Wahrscheinlichkeit ein Sechsel, keine 6. Da haben wir die 6 wieder durchgestrichen, wären 5 Sechsel. Jetzt gehen wir mal den Pfad hier durch, 5 Sechsel, keine 6, dann wieder ein Sechsel mit 6 oder 4, keine 6, eine 6, keine 6. Beim dritten Wurf. Ich muss also nur diese Pfade haben. Ich arbeite bei dieser Problematik diesmal mit dem sogenannten Gegenereignis. Denn das Gegenereignis zu unserer Problematik besteht ja darin, dass E quer, das ist das Gegenereignis, dass dreimal keine 6 gewürfelt wird. So. Dann ist die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses gleich 1 minus P von E. Die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses, also 3 mal keine 6, wäre 5 Sechstel mal 5 Sechstel mal 5 Sechstel. Das ergibt aber dann 125 216. Denn die Brüche werden ja so berechnet, dass ich die Zähler, also das Produkt der Zähler durch das Produkt der Nenner bilde. Und 125 216 sind etwa 0,58, das wären 58%. Wir wollen aber unser Ereignis E haben, dann ist P von E gleich 1 minus P von E quer, also vom Gegenereignis. Und das bedeutet also, dass die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses E gleich der Differenz von 1 minus dem berechneten Wert wird es, also minus 125 durch 216. Und das ist aber 0,42 oder das sind 42%. Das ist doch wunderbar, Pascal, ne? Ja, haben Sie das sehr lehrreich. Gut, bis hierher.